Nächster Redner, das sind jetzt zwei Personen, übersetzt von Sebastian Lüsken von Digital Courage, weil unser nächster Sprecher spricht lupenreines Amerikanisch. Es ist Jacob Applebaum. Begrüße mit einem warmen Applaus. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Letztes Jahr habe ich als Journalist in Berlin gelebt und gearbeitet. Und Dankeschön für eure Solidarität und danke für eure Arbeit und euer Schutz. Es freut mich so viel. Es ist wirklich schwer für mich, zu das erzählen in Deutsch. Und ich hoffe, dass du kannst meine Stimme hören, weil ich bin eine Immigrant in Deutschland. Und ich habe keine deutsche Stimme jetzt. Das ist schwer. Aber ich habe das geschrieben, von unserer Zeit und so. Und hoffentlich, du kannst meine Stimme hören. Ich fühle mich so gut mit eurer Hilfe, eurer Liebe und eurer Unterstützung. Das große Problem ist eine Menschenrechtsfrage. Haben wir Menschenrechte? Die Wurzel des Problems ist Ungerechtigkeit. Das große Problem ist Massenspionage. Das ist nicht das einzige Problem. Kein Mensch ist ein Untermensch. Alle Menschen haben das Recht auf Schutz. Alle Menschen müssen eine Stimme haben. Wie sollen wir das erreichen? Was können wir tun? Wir müssen zusammenarbeiten. Und für die technischen Leute, wir müssen freie Software schreiben. Wir müssen sie machen, wir müssen sie finanzieren. Und wir müssen sie benutzen. Alle die Leute müssen benutzen. Eine gute Freund bei mir, Lief, hat gesagt, dass wir brauchen vielfältige Taktiken und wir brauchen vielfältige Strategien. Und ich denke, das ist richtig. Wir müssen in dieser politischen Raum, in diesem Internetraum, wir müssen über die ganze Welt, in Kunst, alles. Und wenn wir haben das gemacht, dann wir können das sagen, alle Staaten müssen die grundlegenden Menschenrechte respektieren. Ich wiederhole, alle Staaten müssen die fundamentalen Menschenrechte respektieren. Und jetzt erlaubt mir, mich direkt auf euch zu wenden. An jede einzelne Person hier vor der Bühne. Wir brauchen dich. Wir brauchen diese Massenbewegung. Wir müssen gegen Massenspionage aufstehen und noch mehr. Wir müssen für die Menschenrechte aufstehen. Wir müssen uns für alle stark machen, für die sonst niemand aufsteht. Für alle die Leute, alle die Menschen über die ganze Welt. Für Brief- und Postgeheimnis, für Internetgeheimnis, für Verschlüsselung. Es funktioniert. Und für Anonymität. Es schützt dich. Und noch etwas. Sind Sie in der NSA? Sind Sie bei der CIA? Bei dem Bundesnachrichtendienst? Bei dem Bundesverfassungsschutz? Leak more documents! Oder seid ihr nicht bei der NSA? Bundesnachrichtendienst oder CIA? Dann geht dorthin. Arbeitet dort und draußen kommen mit dem Dokumenter. Ich meine es ernst. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen alternativ bauen, teilen und benutzen. Wir können das alleine machen oder zusammen, aber wir müssen.
wir müssen. Asyl für Snowden, Freiheit für Chelsea Manning, Justice for those who reveal injustice, Schutz für alle die Leute über die ganze Welt. Dankeschön. Wir müssen ja irgendwann auch loslaufen. Vielen Dank, Jacob Applebaum und Sebastian Listgen als den ersten Notfallübersetzer meines Lebens, den ich je gesehen habe. Er war nicht notwendig. Jacob hat mittlerweile sehr gut Deutsch gelernt. Und ich glaube, vorher hat Sebastian ihm bei der Rede und der Übersetzung geholfen. Jawohl.